Ja, und damit willkommen zurück. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderdom, zu einem Part Minecraft Story Mode mit dem Zwergenfürst auf Zwergenfürst LB. Truhen, die untersuchen wir mal direkt. Verwenden. Das eine ist eine Truhe, das andere ist eine Werkbank. Ja, so viel weiß ich schon. Aha, ein Schleimball. Damit können wir doch bestimmt was anfangen. Ein Abgrund. Ein tiefer Abgrund. I don't see a way across. Ja. Geht's steil tief bergab. Redstone Maschine. Okay. Das sieht doch sinnvoll aus. Wenn das mal keine Schleudermaschine ist. Oh, Olivia und Ruben. Ruben ist auch wieder mit an Bord. Ich bin froh, dich zu sehen. Ja. So schaut's aus. Das ist richtig, aber irgendwie müssen wir da durch. Und da ist ein Abgrund. Wir müssen einfach was laden. Ein Labor finden. Ein Laden ist es auch. Wirklich ein Laden. Und die anderen werden schon nachkommen, oder? Denke ich doch. Ist das falsch? Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht zurückgehen und die anderen suchen. Kannst du vergessen. Ah, eine Fliegemaschine. Hm, okay. Das ist intelligent. Dann helfe ich dir auf jeden Fall. Und baue mal ein bisschen mit. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes tun, das zu reparieren, weil wir wollen beide Routinen. Zur Eivorshütte. Sein Labor. Findet das Eivor ja schon dort. Und er kommt uns hinterher. Beweise das Gegenteil, beweise, dass du es doch hinkriegen kannst. Ja, das ist gut. Kriegst das hin? Ja, wir kriegen doch auch ein paar Redstone-Sachen hin. Wir kriegen das doch auch hin. Wir müssen da rüber und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben auf oder wir versuchen es. Ach, Olivia. Ja, ich weiß, die Situationen sind schlimm gerade. Aber wir dürfen nicht aufgeben. Wir werden es doch irgendwie hinkriegen. Wenn der Orden es nicht schafft, dann werden wir nicht aufgeben und weiterkämpfen. Wir haben den Orden wieder vereint, das stimmt. Wir haben Elegard gefunden, ja, wir haben Gabriel gefunden, wir haben Sauron und den Magnus zusammengekriegt. Wir haben Eivor halbwegs wieder zur Vernunft gebracht. Der hat uns immerhin hier den Weg gezeigt und ja, wir sind nur ein duftes Team. Wir haben schon so viel hingekriegt. Wir haben schon mal fast den Nudersturm besiegt. Wir haben schon fast unser Abenteuer geschafft. Ja.
Einen klebrigen Kolben. Ah, okay. Ich habe klebrige Kolben verstanden. Vielleicht kriegen wir daraus irgendwas hin. Einen klebrigen Kolben in der Werkbank. Craften. Na dann. Auf geht's. Hoffentlich gibt's hier irgendwo ein Rezept für einen klebrigen Kolben. Redstone, Kolben und Schleimball. Kolben in die Mitte vielleicht. Das könnte man doch machen. Und drumherum Schleimball. Davon haben wir nur einen. Ja, klebrig. Ja. Nehmen wir das. Ach, Rezepte kann man sich auch anzeigen lassen. Und zwar wie? Ach, hier. Klebrige Kolben. Was haben wir hier noch? Nee, das wollten wir nicht platzieren. Rezepte. Rezepte. Gibt es da noch ein anderes Rezept? Abbrechen. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Wie komme ich wieder zurück? Ah, Redstone-Block. Machen wir noch einen Redstone-Block. Ungefähr so. Ungefähr so. Und so weiter. Da haben wir auch das gleich gemacht. Kommen wir weiter voran. Ui. Ich bitte um Verzeihung. Genossen habe ich. So, wir haben einen Redstone-Block und einen klebrigen Kolben. Bauen wir ihn ein. Redstone-Block, klebrige Kolben. Platzieren wir den klebrigen Kolben und einen Redstone-Block. Passt. Ja, super. Dann drauf auf das Ding und auf geht's. Feuerstein habe ich doch mit dabei, oder? Ne, dieses Feuerzeug habe ich mit dabei, dieses Dingens. Können wir das eventuell verwenden? No problemo. So sieht's aus. Oh. Da kommen andere. Hier drüben. Drauf auf das Gerät, vielleicht können wir den wegschweben. Feuerstein und Stahl verwenden, bevor die uns angreifen. Drauf da. Weg. Weg mit uns. Hops, hops. Nicht verfehlen. Zack. So, die Zombies kommen da nicht hinterher. Da fallen sie von der Kante. Da kippen sie runter. Ah, ihr Gedächtnis kommt zurück. Das ist doch schön. Die Hühnermaschine. Und wie diese Maschine funktioniert, ist auch sehr beeindruckend. Kann scheinbar schweben. Und bewegt sich aber vor wie so ein Raddingens, wie so ein. Wie heißen denn diese Dinger? Da gab es doch solche Rolldinger, wo du halt mit dem rechten und den linken Bein so wirklich zack, zack laufen kannst. Durch hier zwei Bretter und ein paar Räder hinten dran. Naja, egal. Vielleicht weiß es jemand. Vielleicht habe ich es gut beschrieben. Schreibt es jemand in die Kommentare. Das Haus. Da sind wir in der Hütte angekommen. Rein geht's. Finden wir eine Lösung für unser Problem in Ivo's Labor. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Bücher. Dieser Ort könnte sie unter Umständen doch auch an etwas erinnern. Wir waren doch schon mal in so einer Bibliothek. In einem Labor. Jetzt habe ich gerade mit meinem Joy-Con gegen das Gestell der Kamera gestoßen. Passiert. Mit Lukas reden.
Der hat noch nichts gefunden. Der hat ja auch noch nicht so lange nachgeguckt. Der hatte nicht wirklich Zeit. Die Amnesie. Ja. Mach dir nicht so viele Gedanken. Wir kriegen das schon hin. Ja, mach das. Ja, Fokus auf die Arbeit. Millionen Bücher. Wir müssen eins finden, was uns weiterhilft. Auf geht's. Ja, dann such mal durch. Ein Zauberbuch brauchen wir. Und ich bin hier wieder der Chef, der macht hier die Aufsicht. Vielleicht kann ich aber auch ein bisschen mal nachsehen. Dann mal ein paar Bücher. Crafting for Noobs. For Noobs. Du Noob? Hier macht der Zug. Noob, Noob. So sieht's aus. Weiter geht's. Olivia, hast du schon etwas gefunden? Ja, das wundert mich auch ein bisschen. Der hat sehr, sehr viele Bücher. Wo hat denn der die hergekriegt? Also, da muss er ja irgendwo gekauft oder geklaut haben. Wir sind noch mein Team, Petra. Wir schaffen das. Olivia. Da stand das Wort Petra, deshalb fiel mir das ein. Und sie ist natürlich Olivia. Ja. Metaphern. Ich liebe Metaphern. Aber ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich muss weiter mit Sorgen reden. Keiner findet was. Das ist wohl hier ziemlich chaotisch sortiert. Oder gar nicht sortiert. Man könnte es ja mal nach Themen sortieren. Zauberbücher von A nach Z und so weiter. Oh, jetzt habe ich festgeklickt, ohne es zu wissen, was da steht. Ja, bin aus Versehen auf die Tastatur gekommen. Nicht die Tastatur, den Joy-Con. Die Knöpfe. Was soll es? Hat schon irgendeinen Sinn ergeben. Ja. Das hat schon einen Sinn ergeben. Bestimmt irgendwie. So, Ruben. Der meditiert dort am Feuer. Yoga, Yoga. Ich mache hier Yoga. Es klang wie Yoga. Ruben macht Yoga. Genau so. Ein Loch. Und wir gucken durch. Hey Olivia, I think there's some redstone over here. Redstone. It's redstone active. Ein Hebel? Na, den müssten wir mal betätigen. Das ist vielleicht sinnvoll, dass wir den Hebel betätigen. Der könnte uns weiterbringen. Oder auch nicht. Sollen wir es nicht machen? Dann halt nicht. Wow, hier gibt es wieder Aktionen, die wir machen können. Bücher. Schauen wir uns an. Vielleicht finden wir sogar was. Thinking inside the box. Ja, Truhe. Na, dann öffnen wir sie mal. Wir schauen sie gerne hier erst an. Wir öffnen sie. Da ist doch bestimmt was drin. Holzbretter. Okay, die werden uns bestimmt noch eines Tages sinnvoll sein. Anordnung von Tränken. Okay. Sehr nützlich, oder was? Potion.
Ja, sie ändern sich nicht. Das ist wiederum schlecht. Ja, ein Gedächtnistrank. Der wäre vielleicht für sie gerade gut. Aber natürlich, ja, du wirst wieder gesund. Ja, schaffst das schon. Wir kriegen das gebacken. Wir haben bisher alles gebacken gekriegt. Wir haben bisher alles gebacken gekriegt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Eine Werkbank. Verwenden. Da kann man vielleicht irgendwas mitmachen. Wir haben Feuer und Stahl, Bogen, Pflasterstein, Kartoffel, Holz, Brett. Was sagen die Rezepte? Stock, Hebel. Einen Hebel brauchen wir. Ja, das könnte hilfreich sein. Erstmal einen Stock machen, damit wir für den Hebel den Stock haben. Macht Sinn, oder? Zack. Stückchen. Damit können wir jetzt entweder Petra verprügeln oder uns einen Hebel. Nein, die Kartoffel will ich nicht setzen. Die will ich vielleicht irgendwann mal essen. Oder halt auch nicht. Die anderen wollten es ja nicht haben. Also den Hebel. Da hätte ich im Angebot eine Kartoffel. Ein Stick. Na komm. Ich glaube, hier sollte der hin. Und der Hebel, der Schalter, der kommt dann. Der Stock kommt da oben dran. Richtig? Ja, sehr richtig. Ein Hebel. Der gute alte Hebel. Der hat uns schon immer weitergebracht. Na dann. Hebel platzieren. Da drin. Und zack. Gucken wir weiter. Redstone aktiv. Aktivieren. Zack. Na komm. Ich hab gesagt, zack. Runter damit mit dem Hebel. Oh, der Lava-Vorhang. Geht hinweg. Wir können hinunter. Eine lange Treppe. Hinab. Das war ein wahrhaft versteckter Gang. Ein Geheimgang. Und wenn da unten mal nicht der gesuchte Geheimtrank und das gesuchte Rezept ist und generell die Lösung unserer Probleme. Oh, Stolperdraht. Mist. Mann, Sauron. Du bist schuld. Sauron ist schuld. Ja, unten gefangen. Na toll. Wird unterwegs. Nach Spitze. Schätze des Ordens. Ja. Die alten Geschichten. Der Zauberbücher habe ich ja bisher noch nicht gesehen. Vielleicht da hinten. Finden wir einen Schlüssel? Die Tür zu öffnen. Garsttränen. Wie man die wohl in den Garst abhaubt. Tränen eines Garsts. Glaube ich mir oder was? Erzählt er ein bisschen was drüber. Ein seltenes Artefakt. Ja, ich weiß. Der hat vor allem einen idealen Wert, dieser Gegenstand. Ja, wir müssen vielleicht diese Sachen umplatzieren. Das war die erste Mission. Die Seelaterne.
nehmen. Am I crazy or is this a sea lantern? Ah, the very same one the Order built all those years ago. We were so green back then. It looks just as bright. Dann lauschen wir mal, was er sagen. Was er sagt. Eine Seelaterne. Okay, er hat nicht viel dazu gesagt. Das Drachenei. Nehmen wir uns auch mit. Sorry, is this the actual Ender Dragon Egg? Huh, alas, yes. The only thing that remains of our final adventure. Ah, die letzten gemeinsamen Abenteuer. Das heißt, wir haben das erste Abenteuer, das mittlere Abenteuer und das letzte. So, reden mit ihm. Vielleicht kann er uns noch irgendwas sagen, wie man das jetzt hier auf einem Dreieck positionieren könnte. Die Schätze überlassen. Okay. So, irgendwelche Hinweise, wie wir das positionieren können hier. Die Seelaterne, das Drachenei. Die Tür ansehen. Vielleicht gibt es dort irgendwelche Hinweise. Ja, das war mir fast schon klar, dass die Tür locked ist. Auf der Suche nach Hinweisen. Da geht's nicht lang. Vielleicht können wir vielleicht ein bisschen rumwerkeln und ein bisschen versuchen. Versuch macht klug. Ah, hier haben wir noch ein Artefakt. Prismarinscherbe. Klauen wir uns auch noch weg. Dann haben wir hier schon ein Viereck. Ah, damit kann man also eine Seelaterne herstellen. Prismarin. Das heißt, wenn ich die platzieren müsste, würde ich wahrscheinlich die Seelaterne. Oh, hier haben wir auch noch ein Packeis. Das wird immer schwieriger. Nehmen wir uns auch mit. Und mit der Prismarinscherbe kann man, wie wir erfahren haben, die Seelaterne erschaffen. Ah, das hat was mit dem Enderdrachen zu tun. Ah, das ergibt irgendwie einen Sinn. Oh, eine Tür. Haben alles weggenommen. Auwei, in der Reihenfolge. Ah, okay. Jetzt müssen wir uns gemerkt haben, wie das läuft. Das heißt, das Drachenei kommt ganz zum Schluss. Verwenden. Jetzt ist er am Kreis gelaufen, oder was? Fünf Plätze und wir haben fünf Items. So, das Drachenei, das würde ich schon mal aus Prinzip an das Ende packen. Ja, macht Sinn. Und mit irgendwas haben wir jetzt hier den Ender besiegt. Packeis. Das war doch, glaube ich, relativ zum Schluss. Ich meine nicht, oh. Das war, glaube ich, so. Die Gasträne war das erste Abenteuer. Und mit diesem Splitter haben sie dann die Seelaterne. Mit dem Prismarin haben sie die Seelaterne gemacht. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge. So muss es sein. Na, passt? Ja, habe ich mir richtig gemerkt. Erfolgreich, ihr schafft hier das Rätsel. Aus deinen Geschichten, so habe ich das zusammengebaut. Na dann, Rätsel gelöst, weiter geht's. Immer weiter voran.
immer weiter hinfunkt. Stars, the Ender Dragon, with replica Ender crystals and all. Wow. So, er mag wohl Rätsel, der liebe Ivo. Wir sind schon durch einen Labyrinth gelaufen. Wir haben irgend so ein Fliegerteils gebaut und jetzt mussten wir weitere Rätsel lösen. So, und was sagst du dazu? Soren, what's this thing supposed to be? It appears to be an homage to our battle with the Ender Dragon. Despite his anger, der Kampf gegen den Ender Drachen. Ihr habt diesen Ender Drachen besiegt. Ja, das ist gut. Ja, das sehe ich. Aber ihr habt den Ender Drachen im Kampf besiegt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ein Kampf gegen einen Enderdrachen. Das ist ein spannendes Battle, ein spannender Kampf. Pass auf, wir müssen zuhören. Kann ich mir beim besten Willen nicht merken. So besonders, ich bin so beeindruckt von der Geschichte. Legenden entstehen. Das war unglaublich. Er hat aber gesagt, er macht das alles allein, oder? Das hat er aber nicht gemacht. Glaube ich ihm nicht. Der Sohn hat auf dem Drachen geritten. Aha. Achso, nochmal mit Sohn reden. Nein, das machen wir nicht. Und da oben habe ich doch einen Hebel gesehen. Aha, Redstone. Der Bogen. Drücken wir mal ein paar Knöpfe. Versuchen wir mal, was passiert. Interesting. Ein Banner. Ein Bogen. Ein Banner, ein Bogen. Okay, Gabriel war als letztes dran. Versuchen wir es mal so. Vielleicht ist das sogar schon eine Lösung, eine richtige Lösung. Und das letzte schalten wir das Licht aus. Den finalen Stoß, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Und da musste ich mir noch irgendwas merken. Ja, vielleicht falsch gedrückt. Ups. So, dann würde ich vielleicht mal gucken, dass ich das hier drücke. Danach das TNT. Und dann die anderen zwei. Oder soll ich mir nochmal die Geschichte erzählen lassen? Wäre vielleicht gar nicht so falsch. Aber irgendwie würden wir es schon hinkriegen. So, den Knopf drücken. Das könnte unter Umständen die richtige Möglichkeit sein. Die richtige Option. Knopf drücken. Die stehen doch für die vier Kämpfer. Ja, da haben wir es geschafft. Noch eine Tür. Wir haben die Lösung gefunden. Noch eine Tür. Dann gibt es hier noch ein Rätsel. Müssen wir die auch wieder hinkriegen. Und mit Ruben können wir noch reden. Müssen noch ein Rätsel lösen. Ruben, do you know what to do here? Ruben hat doch mal eine Ahnung. Was? Nein! Oh, mein kluger Ruben.
gedacht, er hätte eine Ahnung, er hätte uns weiter helfen können in dem Rätsel. Tell me the story again. Certainly. We'd spent weeks preparing for our greatest battle. Sorry, maybe the short version this time. Eine Kurzversion wäre vielleicht nicht schlecht. The next using a TNT shockwave, the third with Eligard's redstone cannon, the fourth from upon the dragon itself. And then Gabriel Also war schon richtig, was wir gemacht haben. Vielleicht schalten wir die einfach wieder an, die Sache hier. Oder nicht. Ah, auf dem Rücken des Drachen müssen wir vielleicht was... Wie kommen wir da hoch? Dann können wir vielleicht dort vor oben auf dem Rücken des Drachen. Das wäre doch eine Lösung. Wenn man da irgendwie hochkäme, könnte man irgendwie den Hebel auf dem Rücken betätigen. Die Schalter können wir nicht mehr drücken, die sind gedrückt. In der Drache. Hey Ruben, give me a boost, will ya? Da ist ein Kristall, da können wir hoch. Klettern wir oben drauf. Und weiter geht's den Enderdrachen lang. Sein Schwanz, sein Schweif. Na, das sieht doch gut aus. Da kommen wir doch zum Hebel. Betätigen wir den. Zack. Sieht aus nach der Lösung. Und wir kommen weiter. Bravo, das haben wir geschafft. Ein Buch. Ein magisches Buch. Wenn das mal nicht das Ziel unserer Reise ist. Zumindest das Ziel unserer Reise in dem Labor. Das ist unmöglich. Ja. Wie hat er die hierher bekommen? Ja. Gute Frage. Größtenteils war. Was ist wirklich passiert? Größtenteils war. Rück raus. Die Sprache. Eine gelogene Legende. Sag nicht. Ihr habt den Enderdrachen nicht getötet. Was habt ihr mit ihm gemacht? Alles klar. Na toll. Das sind ja Superhelden. Also nicht Superhelden, sondern Superhelden. Die sind super und sind Helden. Also ein Fluchszeichen. Na, jetzt erfahren wir die richtige Geschichte. Komm mal ins Bett. So schaut's wirklich aus. So, I concocted a plan. I would use the command block to blink the Ender Dragon out of existence. Okay, das sieht ein bisschen gecheatet aus. So viel zu Gabriel the Warrior, der hier mit dem Schwert den Enderdrachen besiegt hat.
Da verstehe ich, dass das Elmo nicht so toll findet. Eine Lüge. Ihr habt betrogen. Ihr habt gecheatet. Cheater. Cheater sind keine Helden. Mann. Au. Au. Na, da habe ich heute schon ein klein wenig überzogen, aber... Uiui, da haben wir hier eine Geschichte. Muss jetzt hier an dieser Stelle unterbrechen, weil auch... Na, die Zeit... Haben jetzt Roderteil 36 Minuten. Ja, ist schon ein bisschen voll. Also sage ich, glaube ich, noch, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Haut rein, man sieht sich. Habt einen angenehmen, fröstlichen Tag. Ciao.